Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video, in dem Sie sicherlich wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren werden. Mein Name ist Detlef Rathmer, ich bin Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie, Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Enneagramm-Homöopath und Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Enneagramm, Homöopathie und Enneagramm-Homöopathie. Was ist das denn? Die Enneagramm-Homöopathie ist übrigens meines Wissens nach die wirklich einzige sichere Methode weltweit, um den eigenen Enneagramm-Typ zuverlässig bestimmen zu können. Denn durch die Gabe des nach dieser neuen Form der Homöopathie entsprechenden homöopathischen Einzelgabe, also des homöopathischen Einzelmittels, erfährt der erkrankte Patient Heilung auf ganzheitlicher Ebene durch die Wiederherstellung des Ungleichgewichtes seiner Lebenskraft. Auf der tiefsten Ebene eines Menschen, auf der essentiellen Ebene der jeweiligen Grundleidenschaft eines Enneagramm-Typs, die in der Regel unbewusst ist. Von diesen Grundleidenschaften gibt es nur 9. Also bei Typ 1 ist es der Zorn, bei Typ 2 der Stolz, bei Typ 3 die Eitelkeit, bei Typ 4 der Neid, bei Typ 5 der Geiz, bei Typ 6 die Angst, bei Typ 7 die Maßlosigkeit, bei Typ 8 die Macht und die Gier und bei Typ 9 die Trägheit. Werden diese jeweiligen Leidenschaften der Enneagrammtypen durch das jeweilige homöopathische Heilmittel nach der Enneagramm-Homöopathie in der entsprechenden Potenzhöhe, je nach Einzelfall, nach den Regeln der Kunst, therapiert, geschieht auf dieser tiefsten Ebene der Grundleidenschaften des Menschen, also im Kern des Patienten, Heilung auch auf allen weiteren, äußerlicheren Ebenen des Menschseins. Also automatisch sozusagen auch auf der seelischen, geistigen und körperlichen Ebene. Wer sich für die genauen Zusammenhänge der Heilung durch die Enneagramm-Homöopathie interessieren sollte, dem empfehle ich an dieser Stelle ausdrücklich mein Video Enneagramm-Homöopathie, was ist das eigentlich? In diesem Video wird die Enneagramm-Homöopathie genauestens dargestellt, auch im Vergleich zu den bisherigen Formen der Homöopathie, die auf eben diesen anderen, nicht so tiefen Ebenen des Menschseins ansetzen und auch da natürlich auch relativ segensreiche Wirkungen zeigen, aber eben nicht so zentral wirken können wie die Enneagramm-Homöopathie auf eben der gerade dargestellten tiefsten Ebene des Menschen, auf der Ebene seiner Grundleidenschaften entsprechend oder seiner Grundleidenschaft entsprechend seines Enneagramm-Typs. Heute geht es um den Vergleich von Typ 5 und Typ 9 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagrammtypen. Das wird sehr interessant. Typ 5 lebt ja bekanntlich zum größten Teil, zumindest unbewusst, aus der Grundleidenschaft des Geizes heraus, während Typ 9 ebenfalls größtenteils unbewusst aus der Grundleidenschaft der Trägheit heraus lebt. Typ 5 und Typ 9 gehören beide gemeinsam mit Typ 4 zur sogenannten Rückzugstriade. Ja, da findet man zum Beispiel in meinem Lexikon hier, findet man solche Stichpunkte. Ne? Was ist Rückzugstriade? Dann schaut man auf Seite 206 und dann findet man da die Rubrik oder der Hinweis Rückzug, Neigung zum und dann stehen da die Mittel. Die Typen 4, 5 und 9. Ja. Also die gehören zur Rückzugstriade und gleichzeitig auch zum sogenannten Depressionsdreieck. Ja. Wenn man also hier mal guckt, Depressionsdreieck, das ist sehr aufschlussreich. Ja, ich muss mal eben gucken. Da oben. Ne. Da oben Depressionsdreieck steht da. Ich zitiere mal kurz. Depressionsdreieck. Diese drei Enneatypen, 4, 5 und 9, reagieren oft durch entziehenden Rückzug von ihrer Umwelt, indem sie sich von anderen Menschen abkehren und sie werden daher auch als sogenannte Abkehrtypen des Enneagramms bezeichnet.
Die Eneatypen 4, 5 und 9 neigen häufiger und heftiger als andere zu Depressionen, denn sie tendieren in ihren sämtlichen Lebensreaktionen allgemein zum intensiven Rückzug von der Welt. Das heißt natürlich nicht, dass alle depressiven Patienten eines der Heilmittel für die Typen 4, 5 und 9 benötigen. Es gibt Depressionen bei allen Typen. Aber diese drei Typen sind besonders anfällig, könnte man sagen, für Depressionen. Und da gibt es manchmal Hinweise, genauer. Kann man alles im Lexikon nachlesen. Da gibt es doch auch noch so eine schöne Übersicht dazu. Warten Sie mal. Ja, genau. Hier, da ist noch eine schöne Übersicht. Ne? Da können Sie sehen, die heißt seelischer Schattenanteil, Grundenergie und Depression. So, und da sehen wir ganz deutlich, es gibt da dieses sogenannte Depressionsdreieck. Ne? Das ist also 4, 5 und 9. Das ist dieses Dreieck, das ist hier so eingezeichnet. Dann gibt es aber auch noch das Anpassungsdreieck. Das sind also Menschen, die sich gern der Situation anpassen und das auch sehr gut können. Dazu zählen die Typen 1, 2 und 6. Ne? Da sehen wir dieses Dreieck. Und dann gibt es auch noch das Aggressionsdreieck. Auch das wird hier genau beschrieben im Lexikon. Und zwar, das sind die Typen 3, 7 und 8. Ja? Die neigen im Zweifel schnell zu Aggression. Ja, auch das wird genau beschrieben. Wir sehen also, und dann sehen wir auch hier eine Unterteilung noch. Also diese Übersichten sind oft sehr ausführlich, gerade in diesem Buch, beschrieben. Da sehen wir zum Beispiel, es gibt die sogenannte Viererdepression mit tendenzieller Abkehr von Beziehungen, aber mehr auf emotional-hysterische Art. Dann gibt es die Fünferdepression mit tendenzieller Abkehr von Beziehungen, eher auf resignative Art. Und dann gibt es noch die Neunerdepression, tendenziell ohne Abkehr von Beziehungen. Na, zwar resignativ, aber die Neuner suchen trotzdem immer die Verbindung, wie ich öfter schon immer wieder erwähnte. Und auch in diesem Video wird es immer wieder noch erwähnt werden. So, wir sehen also da genauere, genau, da wollen wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Auf jeden Fall in meinem Lexikon finden wir zahllose interessante Informationen, die allgemein auch oft weniger oder gar nicht bekannt sind, ne? Und auch aus meiner Arbeit mit Patienten erst sozusagen erforscht wurden. So, wer es also wirklich wissen will, studiert mein Lexikon, auf das ich natürlich besonders stolz bin, denn dort habe ich in besonderer Weise versucht, mein bis dahin angesammeltes Wissen, und das ist letztes Jahr rausgekommen, das Buch, und meine gesamte Erfahrung mit dem Enneagramm, vor allem, die ich mit meinen Patienten erfahren durfte, ne, vielen Dank an meine Patienten diesbezüglich, ordentlich strukturiert zusammengefasst habe dort. Ne? So. Zurück zu unserem heutigen Vergleich. Beide, also die Typen 5 und 9, werden gelegentlich miteinander verwechselt. Das kann wirklich durchaus geschehen, obwohl beide ja von ihrer Ego-Struktur doch recht unterschiedlich aufgebaut sind. Und ihre Grundleidenschaften sind eben der Geiz und die Trägheit. Ne? Auch relativ unterschiedlich. Und doch können beide Typen von ihrem Verhalten her schnell miteinander verwechselt werden. Es gibt dafür Gründe. Einmal natürlich ihre allgemeinen Gemeinsamkeiten, auf die ich gleich noch eingehen werde. Aber auch spezielle Gründe. Insbesondere wenn man, Sie ahnen es fast schon, die Subtypenlehre des Enneagramms mit ihren 27 Untertypen oder Subtypen mit berücksichtigt, was man immer tun sollte, um nach dem Enneagramm zuverlässig und sicher typisieren zu können. Es gibt gerade bei Typ 9 einige Menschen dieses Typs, die eher introvertiert sind, manchmal sogar relativ stark im Einzelfall. Der introvertierteste Typ des Enneagramms ist ja bekanntlich Typ 5 und von daher kommt es mitunter zu Verwechslungen. In diesen Fällen, wenn also ein Typ 9 sehr stark introvertiert daherkommt. Allgemein kann man auch durchaus feststellen, dass neben den Fünfern, bei denen diese Introvertiertheit ja hinlänglich bekannt ist, sowohl Typ 5 als auch Typ 9, also eine Gemeinsamkeit von ihnen, also eine weitere besondere Eigenschaft aufweisen, nämlich ihre recht stark ausgebildete emotionale Zurückhaltung. Das heißt, Fünfer und Neuner
sind die wohl am wenigsten emotionalen Typen des Enneagramms. Fünfer vielleicht noch ein wenig mehr als Neuner. Und so können sehr introvertierte Neuner sehr wenig zugänglich erscheinen, obwohl sie es nicht sind, und eben auch sehr zurückhaltend, was sie durchaus sein können. Sie gehören als Neuner ja, wie anfangs schon erwähnt, zur sogenannten Rückzugstrias oder Triade und sind eben auch Angehörige des sogenannten Depressionsdreiecks, sind dann also unter Umständen in bestimmten Lebenssituationen von ihrem Wesen her deutlich zurückgezogener als andere Neuner und vielleicht sogar noch ein wenig mehr als der durchschnittliche Fünfer es ist. Daher diese Verwechslungsgefahr. Darüber hinaus kommt es immer wieder zu Verwechslungen zwischen Fünfern und Neunern, weil es den sogenannten sozialen Untertyp der Neun gibt. Ein berühmtes Beispiel dazu ist Barack Obama. Dazu gibt es ebenfalls von mir ein interessantes Video, wie ich finde, mit dem Titel Enneagramm. Berühmte Persönlichkeiten Barack Obama. Welcher Enneatyp ist Barack Obama eigentlich? Obama ist eben ein sozialer Neuner. Und diese erscheinen, wie fast alle sozialen Untertypen des Enneagramms, immer so ein bisschen intellektuell, also so ein bisschen nachdenklicher, ne, tiefgründiger als die anderen Untertypen. Das kann man eigentlich generell sagen. Ne? Und wenn dann im Einzelfall ein Typ 9 einerseits ein sozialer Untertyp ist, wie zum Beispiel Barack Obama, und dann noch sehr introvertiert von seiner Wesensart, was Obama allerdings nicht ist, dann kann es durchaus sehr schwierig werden mit der korrekten Typbestimmung. Denn dann wirkt dieser Neuner von seinem Verhalten her wirklich wie ein Fünfer, auch wenn er es in der Tiefe nicht ist. Und es gibt auch den umgekehrten Fall, wenn also ein sozialer Fünfer mehr nach außen geht, also sich mehr mit anderen Menschen oder gar Gruppen verbindet, um zum Beispiel gemeinsame Ziele zu erreichen, Interessen oder Werte zu teilen und sie dabei auch noch hart dafür arbeiten unter Umständen, ne? Und dann sieht das so aus, als ob sie gegen ihre Trägheit angehen, vielleicht äußerlich betrachtet, dann können solche sozialen Fünfer schnell mit dem sozialen Neuner verwechselt werden. Glauben dann mitunter selbst sogar, dass sie Typ 9 seien, ne? Obwohl sie Fünfer sind. Kommen wir aber nun zu den Gemeinsamkeiten von Typ 5 und Typ 9. In meinem Enneagramm-Lexikon, was ich natürlich immer wieder gerne da zu Rate ziehe, finden wir Gemeinsamkeiten Typ 5 und Typ 9. Sowohl der Beobachter als auch der Vermittler neigen in bestimmten Situationen dazu, sich zurückzuziehen. Beide können sich introvertiert verhalten, wie wir gerade gesehen haben. Beide können sehr nachdenklich und grüblerisch sein, sind aber oft zugleich bedächtig und handeln wohl überlegt und durchdenken die Dinge in aller Regel. Beide verhalten sich darüber hinaus tendenziell eher unauffällig, zurückhaltend und können mitunter wie unsichtbar erscheinen. Beide ziehen sich schließlich zurück, wenn sie zu stark von ihren Lebensumständen überwältigt werden. Ja, das ist ganz typisch, ganz wesentliche Gemeinsamkeiten, ne? Und die führen eben zu häufigen Verwechslungen. So, das waren also die zahlreichen Gemeinsamkeiten, könnte man sagen. Nun widmen wir uns wieder den drei Fragen, mit deren Hilfe eine korrekte und konkrete Abgrenzung, Unterscheidung von Typ 5 und Typ 9 möglich wird. Frage Nummer 1. Die erste Frage zielt auf die sogenannte Zugänglichkeit eines Menschen ab. Also setzt du, wenn auch unsichtbar, deutliche energetische Grenzen, sodass deine Mitmenschen sofort spüren, ob sie dich nun ansprechen sollen oder eher nicht. Und bist du energetisch betrachtet eher verschlossen, dann bist du eher Typ 5. Dann bist du Typ 5. Oder bist du sehr zugänglich von deiner Wesensart, energetisch betrachtet offen und halt zugänglich und fließen deine Energien
und deine energetische Aufmerksamkeit immer gleich sofort auch zu dem Gegenüber, dann bist du Typ 9. Fünfer errichten sehr starke zwischenmenschliche Grenzen, weil sie eben diese allein schon rein physische, also körperliche Distanz zu anderen dringend benötigen, wie kein anderer Enneagramm-Typ. So kommt man bei Typ 5 überhaupt erst gar nicht auf die Idee, sich ihnen im Normalfall sehr stark zu nähern oder sie gar zu berühren, ne, körperlich. Zumindest ohne, dass man sie zuvor ausdrücklich gefragt hätte. Ne. Da ist so eine unsichtbare Grenze. Wenn man sich Typ 5 trotzdem körperlich nähert und dabei seine Grenze, seine Privatsphäre verletzt, dann reagiert er entweder mit körperlichem Rückzug oder aber er gibt durch sein nonverbales Verhalten deutlich zu verstehen, dass man ihm zu nahe getreten ist. Neuner dagegen sind wohl die am meisten zugänglichen Typen des Enneagramms. Sie haben erst einmal nichts dagegen, wenn man sich ihnen auch körperlich stark annähert. Ja. Das sind sie nicht unbedingt gewohnt, aber das akzeptieren sie gern. Denn sie suchen ja im Innersten von ihrer Motivation her nach Harmonie und dazu gehört auch die äußere körperliche Verbindung zu Menschen. Das genießen sie auch. Eine solche körperliche Übereinstimmung gefällt Typ 9 also in aller Regel durchaus. Da ist er im Gegensatz zu Typ 5 recht zugänglich. Also Neuner suchen eben die Beziehung zu anderen sehr stark. Das gilt bei Neunern aber nicht generell, denn gegenüber extrem negativen oder pessimistischen Menschen mit einer entsprechenden energetischen Ausstrahlung sind auch sie nur bedingt zugänglich und verschließen sich dann diesen Menschen ebenfalls. Ja, dann kann das auch vorkommen, dass sie sagen, nee, also das tue ich mir jetzt nicht an. Frage Nummer 2. Eine ähnliche Frage wie die folgende hatte ich schon einmal bei der Abgrenzung von Typ 4 und Typ 9 vorgeschlagen. Also, magst du sogenannte Smalltalks eher nicht so? Nerven dich solche oberflächlichen Gespräche eher und siehst du sie als Zeitverschwendung deiner kostbaren Zeit an? Dann bist du Typ 5. Oder aber genießt du solche Smalltalks als Möglichkeit, entspannt eine Beziehung zu deinen Mitmenschen aufzubauen? Dann bist du Typ 9. Typ 5 mag diese oberflächlichen Gespräche überhaupt nicht. Er geizt mit seiner Zeit und investiert nur dort Zeit, wo er konzentriert seiner inneren Motivation nach wahrem Wissen zu streben nachgehen kann. Nicht wissenswerte Informationen im Rahmen von Smalltalks sind ihm ein Gräuel, ne? Haben also für Typ 5 überhaupt keinen essentiellen Wert. In der Disziplin Smalltalks halten zu können, sind Fünfer einfach überhaupt auch nicht gut. Smalltalks, dieses belanglose Plaudern, ist ihnen einfach viel zu oberflächlich. Typ 9 hingegen ist der Meister des Smalltalks, könnte man sagen. Neuner haben im Laufe ihres Lebens diese Disziplin als eine Art Kunstform entwickelt, stilisiert. Denn für Typ 9 ist diese Art von Kommunikation, wie gesagt, überlebensnotwendig mitunter, um ein möglichst übereinstimmendes, harmonisches Verhältnis zu anderen aufbauen zu können. Wir erinnern uns diesbezüglich wieder an ihre tiefer liegende intrinsische Motivation des Strebens nach Harmonie. Smalltalks für Neuner sind einfach, tun ihnen einfach gut. Ja? Sie können sich dabei unglaublich entspannen, relaxen, ja? Fühlen sich dabei mitunter geborgen. Ja? Und eben sicher, friedlich und nicht bedroht. Ja, so können sie stundenlang plaudern und schwatzen, wenn sie dazu die Gelegenheit haben, also wenn sich gerade die Gelegenheit bietet. Ja. Als Generalisten wissen sie auch über alles Mögliche Bescheid, ne, können also zu vielen Dingen des Lebens ihren Senf dazugeben. Wenn sie dann einmal nicht genau Bescheid wissen auf bestimmten Gebieten, dann stellen sie im Gespräch gern auch Fragen an den Gegenüber, ne, verhalten sich dann sehr neugierig, ne, wissbegierig und auch so vor allem verbindend empathisch. Ne. Alles immer deshalb, damit die friedliche Verbindung und Koexistenz zum anderen ja nicht abbricht.
Diese Beweggründe sind Neunern aber in aller Regel überhaupt nicht bewusst. Na, das ist klar. Sie erfreuen sich einfach an Small Talks und vergessen dabei gern die Zeit. Frage Nummer 3. Erwartest du auf deine Fragen immer eine direkte, sachliche, kompetente, effektive, kurze und vor allem sinnvolle Antwort? Dann bist du Typ 5. Oder aber sind die allzu direkten, kurzen Antworten für dich eher zu schroff, zu wenig beziehungsorientiert, zu wenig beschreibend, zu wenig aussagekräftig, einfach zu rational, zu kurz angebunden und daher unbefriedigend? Dann bist du Typ 9. Die Antworten von Fünfern sind in aller Regel auch kurz, direkt, sparsam in ihrer Ausführung, manchmal begleitet mit dem berühmten Fünferblick auf die Uhr. Ne? Auf den Punkt gebracht sind die Antworten. Kein Gramm Speck. Zu viel besitzen diese Antworten des Typs 5. Daher erwarten sie auch von anderen, dass diese in gleicher Weise antworten. Auf einfache Fragen erwarten Fünfer auch einfache Antworten. Wenn es um ihr Fachgebiet geht, können Fünfer durchaus längere Zeit und mitunter umschweifend dozieren. Aber dann geht es auch um ein ihnen sehr wichtiges Thema. Aber wenn sie Fragen stellen, dann müssen diese aus ihrer Sicht auch ohne Umschweife beantwortet werden. Alles andere wäre Zeitverschwendung. Wir sehen daran sehr eindrücklich, welchen immensen Einfluss diese neuen Grundleidenschaften auf das Leben von Menschen haben und auf das Agieren, auf das Handeln von Menschen oder das Nichthandeln eben, auf das Miteinander. Und daher resultieren ja letztlich auch alle Krankheiten, alle möglichen Krankheiten, Erkrankungen, Beschwerden von Menschen, also durch das einseitige, dem jeweiligen Typ völlig unbewusste Ausagieren seiner Grundleidenschaft. Neuner hingegen erwarten auf Fragen umschweifende, beschreibende, beziehungsaufbauende Antworten. Zu kurze Antworten frustrieren sie eher und sie empfinden sie im Zweifel als unpersönlich und mitunter viel zu schroff. Neuner können es einfach nicht einsehen, warum man denn nicht, wenn die Gelegenheit sich doch gerade anbietet, eine nette, ausufernde Unterhaltung in Gang bringen kann, weil sie diese ja eben entspannt und glücklich macht. Für Neuner mit ihrer intrinsischen Motivation, dem Streben nach Harmonie, ist das eben gut investierte, angelegte Zeit. Für Fünfer mit ihrer intrinsischen Motivation, dem Streben nach Wissen, ist das eben Zeitverschwendung. So. Das müsste erstmal reichen im Rahmen der differenzierenden 3 Fragen, um Typ 5 und Typ 9 gut und sicher voneinander unterscheiden zu können in Zukunft. Abschließend nochmal aus meinem Enneagramm-Lexikon, ne, da auf Seite 59, die Unterschiede, ne, die Differenzierung Typ 5 und Typ 9. Beide Typen unterscheiden sich wesentlich darin, dass der Beobachter Typ 5 gewohnheitsmäßig, also ständig abgetrennt oder losgelöst lebt von seinen Mitmenschen, weil er permanent in Gedanken die Welt abstrahiert und analysiert und sich durch den Schleier seines Denkens kontinuierlich von der Wirklichkeit des Hier und Jetzt abtrennt. Er behauptet damit seine persönliche Grenze zu anderen Menschen, um sich unbewusst vor den Widrigkeiten der Lebensumstände zu schützen. Der Vermittler Typ 9 ist dagegen am wenigsten in der Lage, sich auf diese Art von anderen zu trennen. Typ 9 braucht andere Menschen zu sehr, als dass er sich ständig von ihnen loslösen oder trennen könnte. Daher geht er gewohnheitsmäßig eher Verbindungen mit anderen ein, um sein Leben harmonisch und bequem zu gestalten. Auch wenn es bei Typ 9 ebenso Zeiten gibt, da hatten wir eben schon von geredet, ne, in denen er sich naturgemäß auch gern zurückzieht als Rückzugstyp. Ja, das war's mal wieder. Ne? Abgrenzung Typ 5, Typ 9. Ne? Gar nicht mal so schwer, wenn man es weiß. Ne? Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn Sie zukünftig Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Möchten Sie den wöchentlich erscheinenden gratis Enneagram-Newsletter in Zukunft beziehen, ne? Dann finden Sie im unteren Bereich unterhalb dieses Videos die entsprechenden Links, Verlinkungen, ne, dazu. Da finden Sie auch Informationen dazu zur Enneagramm- und Homöopathie-Gruppe bei Facebook. Ne? Da sind Sie auch herzlich willkommen. Kommen Sie zu uns, wenn Sie das interessiert, das Thema Enneagramm und Homöopathie. Obwohl wir da meistens Enneagramm-mäßig unterwegs sind in der Gruppe, weil Homöopathie ist eben dieses Fachgebiet. Aber ich versuche immer wieder auch Aufklärungsarbeit dazu leisten im Rahmen der Gruppe, dass also auch die Homöopathie nicht zu kurz kommt. Wenn Sie an der Heilung chronischer Beschwerden Interesse haben sollten, dann verschaffen Sie sich bitte einen genauen Überblick auf meiner Webseite www.psychologischehomöopathie.de. Dort finden Sie umfassende Informationen rund um meine Tätigkeit, um meine therapeutische Tätigkeit als Heilpraktiker und Homöopath in meiner Naturheilpraxis in Billerbeck bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Was Sie dort bei einem Homöopathen im Rahmen der sogenannten homöopathischen Erstanamnese erwartet, können Sie eindrücklich in meinem YouTube-Video die homöopathische Erstanamnese beim Homöopathen Patientenaufklärung erfahren. Dort stelle ich den genauen Ablauf einer solchen homöopathischen Erstanamnese lebendig und gut nachvollziehbar auch für Laien dar. Ja, und zu guter Letzt abschließend doch ein schöner Aphorismus, dieses Mal von dem deutschen Dichter und Lyriker Matthias Claudius. Selig der Mensch, der mit sich selbst in Frieden lebt. Es gibt auf Erden kein größeres Glück. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Finden Sie Ihren Frieden mit sich selbst. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.